Alter, was geht ab, Leute? TBT hier. Mit der 10. Runde immer noch der Liga. Der German Jiu-Jitsu League, ihr seht, ich bin nicht begeistert. Ich habe echt keinen Bock mehr auf das, aber danach, nach dem Video kommen wir noch dazu. Yeah, das ist German Jiu-Jitsu League, aber man sollte das echt in Line der Liga umbenennen. Runde 10, Tier 1. Wir haben Nico geschickt, weil sonst keiner Bock hatte. Und echt, keine Ahnung wieso, aber er hat Blue Eyes gespielt. Und wir schauen uns jetzt mal sein Duell an. Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut. Echt kein Interesse gehabt. Gegner spielt Cosmo. Ja klar, Tier 1, Mann. Ja, Tier 1 Cosmo. Ich denke, Nico hat sich Ding ausgesucht mit Alternative, wahrscheinlich hat das gespielt. Ja, nehme ich mal an, aber jetzt schauen wir mal. Alternativ, ich würde ändert auch noch nicht viel. Aber wir werden sehen. Gegner spielt Cosmo, wie gesagt, macht den normalen Move mit Blechbüchse. Ich glaube, Call verdeckt war das. Zwei verdeckte. Ach stimmt, zwei verdeckte. Jetzt schauen wir mal. Beschwert Ding. Nico hat schon Probleme, darüber zu kommen. Alles klar. Cosmojo. Nimmt Nico alle jegliche Optionen. Er lässt ihn gar nicht erstmal anfangen. Nico mit 3 Set und minus, minus 2. Cosmo Foxen. Der Jungs, Stabit müsste nicht sein, oder? Duft Main. Gegner spielt Duft Main im Cosmo. Sehr interessante Wahl. Also wir sind ja für Pendel bekannt. Vielleicht dachte er, Nico, Pendelspieler. Ja. Obwohl Pendel nicht, eigentlich nicht erlaubt war für uns. Aber das weiß er, der Gegner ja nicht. Ja, außer er hat es nachgecheckt, ja. Hat er schon gemacht. Also ja. Die anderen nehmen die Liga noch so ernst, nicht so wie wir. Ich spiele einfach drauf los. Ja. Nico hat nichts, Mann. Keine Option. Er kann gar nichts machen. Ja. Tote Hand, Trade-In, alles Gospel. Gegner auch noch 2 Sets. Zieht Maxena, hat Cosmo-Town, kann sich immer wieder erholen. Oh. Hätte er Maxena angetan, wäre es sogar Game gewesen. Ah ne, 100 zu wenig. Mikro noch 600 live. zieht Maxela und mit in die Def. Das ist nochmal dick in Effekt in der Endphase. Kriegt Cosmo da auf die Hand. Das ist wegen Beatrice problematisch. Ah, verstehe. Was verstehst du? Die Leute wissen ja nicht, was du spielst. Ich glaube genau nur. War schon ein guter Move vom Cosmo-Spieler. Ja, ja. Man sieht einfach, wie ihr seht, keine Chance. Gegner ist im Vorteil, ohne Ende. Ja. Kann nichts machen, nochmal 2 Set hinten. Duft offen, egal was er zieht, muss er erstmal setten. Ja. Hätte vielleicht was gebracht, aber man muss erstmal setten. Ja, Nico gibt gleich auf. Runde 1 ging auf jeden Fall an Gegner. Ja, Nico zu schlecht nachgezogen, vielleicht auch Deck zu schlecht gebaut. Wie man sieht, ist da der Alternative, aber ich weiß nicht, ob die Hand was kann. Set eine Go, alles klar Nico, alles klar. Sehr gute Deckwahl. Gegner hat wieder mal alles perfekt. Cosmo Town hat Ding hinten, spielt Teleport, holt sich Farm Girl. Kann er nicht negieren mit Ding. Was hat der überhaupt? Strike hat er. Strike hat er liegen, aber er macht es wahrscheinlich Effekt, genau, ja. Es macht das Strike, aber egal. Ja. Egal. Aber der Gegner hat noch Call. Kann Call setten, kann dann auf Farm Girl zurückgreifen, hat Destroyer, Lady und Slip Rider auf der Hand. Eigentlich schon ganz gut. Zieht Blue Eyes. Jetzt könnt ihr ihn auch, glaube ich, spielen, oder? Durch Alternative, oder? Ja. Es kommt einfach Dark Destroyer, was soll ich sagen, Mann? Man kann das natürlich nicht sagen. Dark Destroyer, Schuss auf Alternative. Tschüss! Kein Problem!
Ich überlege. Und dann wieder nur eine Set tot. Ja. Ich weiß nicht, was war das da für eine Zauberkarte? Ja, diese Melody. Ja. Ja. Aber was soll man da machen, ganz ehrlich? Nico, tut mir leid, aber echt schlechte Wahl, ja. Wie man sieht, Alternative bringt dem Deck auch nichts, ja. Silver Scry, Blue Eyes in Death sogar nur. Ich habe noch nie Kaiba gesehen, dass er Blue Eyes in Verteidigung ruft. Das ist recht, das hast du mich noch nie machen gesehen. Aber so kann er OTK verhindern. Ja, natürlich. Ja, sonst würde er reinlaufen mit Destroyer. Egal, jetzt Standby-Face wieder Duft, ja. Er kann Card of Consonance nicht aktivieren. Das Einzige, was er machen kann, ist eine Alternative rufen, auch wieder nur in Death. Ja. Card of Consonance kann er hier nicht aktivieren. Aber ach, jetzt könnte er... Achso, der war kein Tuner, der andere, oder was? Der war kein Drache. Ach stimmt, der war kein Drache. Okay, jetzt hat er den Synchro draußen, schau mal. 3000 Death. Damit kann er sich noch ein bisschen retten. Ja. Ich spiele sowas, Mann. Richtig geil. Gegner macht wieder Cosmotron-Faxen, ja, 3 Set. Schauen wir mal. Kommt auch nichts rüber, klar. Gegner hat es, Nico hat es mal wieder ein bisschen was, kann ein bisschen Draw machen jetzt. Wie gesagt, muss aber immer einen Zug warten wegen Duft, ja, gar nicht mal so schlecht die Karte, ja. Wie man auch sieht, entfernt er ihn auch gleich. Oh mein Gott, was ist das? Ein Ally of Justice. Lichtmonster können nicht beschworen werden. Sehr interessant, die Karte, sehr interessant. Also er war schon richtig vorbereitet auf Nico. Egal was Nico hat. Richtig krass, wird alles gekontert. Jetzt zwingt er eigentlich den Gegner, dass er sein Monster in Angriff tritt. Ja. Ja. Er hat Strike verdeckt, er hat Warning verdeckt, ja. Er hat Dark Destroyer, er hat Town. Und Nico beendet einfach. Und Timeout. Nico hat, wie wir wissen, erst vor kurzem Defo gelernt. Da war er noch nicht so dran gewöhnt an die Time Limit. Und hat leider das Game verloren, das Match verloren durch Timeout. Aber ich glaube, er hätte auch so verloren. Ja, der Gegner hatte echt alles, er hatte Warning, er hatte Strike. Er hatte, glaube ich, noch eine Call oder eine Oase verdeckt gehabt. Ja, er hatte Destroyer draußen. Ja, er hatte noch Town offen. Ich glaube, Nico hätte mit Sicherheit das Game auch noch verloren. Ja. Hand war schlecht. Ich glaube, das Deck war einfach schlecht. Noch dazu. Da sieht man einfach, dass Alternative bringt dem Deck vielleicht ein bisschen mehr, ja, aber so viel auch nicht, dass es jetzt irgendwie mit mithalten kann oder wird, ja. Keine Ahnung. Also Nico hat bloß gespielt für die Fans, aber... Aber nicht fürs Team. Nein, auf gar keinen Fall. Liga für uns sowieso gestorben, ich weiß auch nicht wieso, aber... Interesse stark verloren auf jeden Fall. Dauert, ich glaube, echt zu viele Teams, zu viele Runden. Das zieht sich ein bisschen zu in die Länge. Organisatorisch bei denen und bei uns auch sehr viel Chaos. Also. Was mich eigentlich angekotzt hat, war letzte Woche. Hieß es erstmal, wir sollten ein 40-Sterne-Deck bauen. Ja? Da haben wir uns echt gut drauf vorbereitet. Wir haben diskutiert drüber und alles Mögliche. Dann hieß es auf einmal, ja, das wird traditional gespielt. Fand ich echt beschissen, weil die anderen nicht damit klargekommen sind. Ja? Ja, aber dann ist es ja nicht unser Problem und seitdem gab es mir auch einen Knick in dieser Liga, weil ich es einfach nicht okay finde, ja, dass man erstmal so macht, dann so macht, ja. Und dann hat auch Hong für uns gespielt und das war kein gutes Spiel, weil du einfach wieder Sturm und wieder irgendwas verlierst, ja. Also, sorry, deshalb auch Liga echt tot. Aber wir haben die Oberen geschlagen, ja, die Wichtigen mit den meisten Abos. Schauen wir mal, wie es jetzt noch weitergeht in den nächsten Wochen bei uns, ja. Also da ligamäßig passiert echt viele Sachen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Nächste Woche ist auch so ein, wie soll man es nennen, so ein Thema, wo wir vielleicht nicht antreten werden, wo wir wahrscheinlich sogar sicher nicht antreten werden. Also, aber nächste Woche ist doch T2, oder? Ja, aber es geht auch um den Gegner und so. Ach so, ja, da gibt es ja eine Sache, die wir regeln müssen, aber schauen wir mal. Ja. Aber trotzdem, wir versuchen noch die Liga zu beenden, auch wenn... wir jetzt uns nicht mehr reinsteigern werden wir es auf jeden Fall noch beenden. Aber auf jeden Fall schaut bei Max vorbei, Kolze, echt korrekter Typ, echt cooler Typ. Er war so freundlich und hat
das Replay für mich vorbereitet, weil bei mir das Replay halt gar nicht mehr funktioniert. Das ist halt auch ein Grund, wieso die Liga für mich auch sehr uninteressant geworden ist, weil seitdem das Replay-Ding kaputt ist, mehr Arbeit, mehr, wir haben eh so schon viel zu tun und jetzt ist es halt zu einem Zeitpunkt gekommen, wo die Liga zu viel Arbeit kostet, Preis-Leistung halt stimmt gar, halt überhaupt nicht mehr mit dem zusammen. Deswegen schauen wir mal, aber echt cool von ihm, dass er das gemacht hat, Shots bei ihm vorbei. Ich sag das echt bei jedem Gegner, aber bei dem meine ich es echt wirklich, Shots vorbei, weil der war echt korrekt. Hoffentlich machen wir noch weiter, mal schauen. Schoss bei der anderen vorbei, die diese heute gespielt haben, die Runde. Und leidet nicht so, wie wir jetzt leiden. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.